Weltklasse. In den 5. Bezirk gezogen, also ich kenne diesen Bezirk sehr gut. Ich habe immer in der Markthalle unten mein Fleisch gekauft und andere Dinge, die ich dann kochenderweise mehr oder weniger gelungen in Essbares versucht habe zu verwandeln. Die Fußgängerzone in Wien wollten Sie von mir ein bisschen hören, weil ich ja der Internist war damals, der das blutige Geschäft der Verkehrsorganisation zu übernehmen hatte, weil das schöne Geschäft machen dann die Architekten und den Ruhm stecken sich dann die Politiker auf. Gut, wogegen ich überhaupt nichts habe, wenn Sie uns lassen. Und das haben Sie damals gemacht, das hat eine gewisse Vorgeschichte. Ich habe anlässlich eines Weltstraßenkongresses in München in den 60er Jahren während eines Mittagessens einen gegenüberliegenden sitzenden Wiener heftig über die Wiener Verkehrspolitik kritisiert. Und das hat sich herausgestellt, das war der damalige Chef der M18, der Senator Engelberger. Ich weiß nicht, wer ihn noch gekannt hat, aber ein sehr cleverer, ausgezeichneter Mann mit Weitblick. Und der hat dann gesagt, wenn Sie es besser kennen, dann sagen Sie es. Das war damals die Art, wie man diese Dinge angegangen hat. Und so hat er gesagt, da kommen Sie, hat aber die Karte gegeben. Und ich bin, hat er gesagt, nächste Woche sind wir wieder in Wien, da kommen Sie aber in ein Büro. Und ich ging dann in sein Büro. Und dann hat er mir zwei Aufgaben gestellt, die ihn interessiert haben. Und das war damals so üblich, hat man die Aufgaben grob beschrieben und da hat er gesagt, machen Sie mal ein Kostenangebot und die haben mal ein Kostenangebot gemacht, was das ungefähr kostet. Und dann habe ich diese Sachen gemacht und natürlich logischerweise ein Defizit gebaut. Das heißt, ich habe sehr viel umsonst gearbeitet, aber die Aufträge sind offensichtlich recht gut gelungen gewesen, sodass ich von da an für die M18 eine ganze Reihe von Arbeiten gemacht habe. Unter anderem habe ich damals die Donaubegleitstraßen, die ja in beide Richtungen befahren oder überhaupt nicht befahrbar waren, so umgeplant, wie sie heute befahren werden, und habe auch die Koordinierungen gemacht, die war damals auch in München, bei Signalanlagen, Sachen unterwegs. Und dann entstand in Wien die Frage nach dem Bau, oder während bei der Planung der U-Bahn und während des Baues, was machen wir dann eigentlich mit der Oberfläche? Und eine der Varianten, die ich forciert habe, ich war ja damals kein renommierter Planer, also ich habe nicht vergessen, ich war ja damals relativ jung, und der renommierte Planer wollte mit diesem Zeug nichts zu tun haben. Das heißt, die Professoren Dorfeld, Engel, Neukirchen und so weiter, die großen Büros, haben kein Interesse gehabt an diesem an sich gefährlichen, unbekannten Zeug. Und die haben damals schon massiv mich eingesetzt für eine gewisse Gleichwertigkeit der nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer. Vom Radverkehr war überhaupt noch keine Rede damals in Wien. Das kam erst später, 1975. Also ich rede jetzt von den Jahren 67, 68 etwa. Und es ist dann so weit gekommen, dass ich 68 dank der Rückkehr des Architekt Ruhe, der aus Amerika zurückkam, mit ihm zusammengespannt wurde. Ich habe den Verkehr zu machen gehabt und der Ruhe hat dort so seine städtebauliche Philosophie entwickelt. Und das Ziel von uns beiden war, damals den Ring, also den ersten Bezirk bis zum Ring autofrei zu machen. Und die Detailaufgabe, die ich dann als Aufgabe gestellt bekam, bestand nun darin, das kann ich mich sehr gut erinnern, war die Frage, was passiert, wenn das, was ich vorgeschlagen habe, nämlich Kärntnerstraße Graben, zugemacht wird. Und ich kann mich erinnern, wir sind damals im Rathaus gesessen, ich sage nicht, wer mir gegenüber gesessen ist, es war nicht der Engelberger, sondern ein anderer. Und da ging es um die Frage, jo, was wollte ich, vom Sacha zu Schweden zu fahren. Man konnte damals durchfahren, das ist logischerweise durchgegangen. Da muss ich ganz um die Stadt fahren und dann, also es war einfach nicht vorstellbar, auch für die Beamten zum Teil, was damals. Ja, sie lacht auch darüber. Aber so war es damals. Ne? Das wurde ja alles dem Auto aus dem Weg geräumt. Und jetzt kommt plötzlich einer daher und sagt, na, wir nehmen diese Kernstraßen heraus. Das war eher so eine Autobahn, weil es gab Jahre später noch Vorstellungen der Autobahn durch den ersten Bezirk und die schon zu machen. Also, ja, sie lachen darüber. Ich kann mich erinnern, ich war bei einem Schreiduell. Also Duell war es nicht, das war ein einseitiges Schreien eines Vizebürgermeisters über meine Verhinderungstaktik, dieses Projekt, bevor es die Welt erblickt, abzuwürgen. Da gab es damals Pläne, von der Westautobahn entlang des Dollarkanals unten durchzufahren und
beim ersten Bezirk durch, mit den Rampen, mit dem Ring, mit der Zweierlinie, mit dem Gürtel und mit den Dollarkanalbegeistern zu kommen. Also das war real spannend, die lag damals am Tisch, ich wurde nur, meine Meinung wurde dazu nur gehört und das hat dann zu einer Furchtbahngeschrei geführt. Weil sie sagen, ich will es, ne? Aber ich sage, nein, ich bin nicht, ich bin dagegen, schlechte Lösung. Jedenfalls, die Fußgängerzone war eine der Möglichkeiten, aber ich habe mir heute noch die Unterlagen angeschaut, wie die ausschauen damals. Und habe dabei festgestellt, dass nicht einmal meine Mindestvarianten bisher realisiert worden sind. Weil man fährt immer noch durch, wo ich damals schon Varianten untersucht habe, die, also die Mindestvarianten, die ich empfohlen habe, die Straßenzüge gesperrt haben, die heute noch offen sind. Tatsache war, dass damals kein Modell existierte, wie wir es heute haben, um diese Dinge zu rechnen. Das heißt, es war eine unheimlich mühselige Arbeit, sämtliche Verkehrsbeziehungen zu erheben, Matrizen gab es ja damals nicht. Das heißt, was wir hatten, waren damals die Einwohnerzahlen, die Beschäftigtenzahlen, die Pendlerzahlen und dergleichen. Und das habe ich mir in einer heute Unterlagen angeschaut. In einer wirklich mühsamen Kleinarbeit habe ich diese Sachen dann zusammengetragen. Und habe dann mit Hilfe eines Modells, das in München existiert hat, das war das Venus, hat das geheißen damals, ein Verkehrsumlegungsmodell, habe ich dann dieses Netz verschlüsselt und dann habe ich die verschiedenen Varianten gerechnet. Das hat sehr viel lange gedauert, aber es war ein Großrechner. Heute ist es ganz was anderes. Bevor ich es eingebe, habe das Modell schon überprüft, ob alle Knoten richtig gezeichnet sind, sie richtig logisch zugeordnet und geprüft, ob ich nicht irgendwelche Fehler gemacht habe. War damals nicht der Fall, wie jemand hat. Das war in München nicht, nicht passiert, aber in einer anderen Stadt Knotennummer doppelt eingegeben. Da hat der Rechner so reagiert, dass er beim einen Knoten den Verkehr hineingefressen hat und bei dem Knoten, der gleich gelautet hat, ganz woanders wieder herausgekommen ist. Also so war das damals, ist heute natürlich unmöglich. Die heutigen Modelle sind ja Reflexions und dergleichen. Ich habe diese Modelle dann auch verbessert und dann habe ich diese Berechnungen dann mit der EMA 18 diskutiert. Und da zeigt es sich, ich habe nicht nur den ersten Bezirk genommen, sondern logischerweise muss das Gebiet für größer abreizen. Das heißt, ich habe damals auch die Innenbezirke dazugenommen. Und der Ring war ja Gegenverkehr. Der Ring war im Gegenverkehr, die Zweierlinie war im Gegenverkehr und das Ergebnis der Untersuchungen war, dass man den Ring zur Einbahn machen sollte. Den Innenbezirk zumacht, nur in der ersten Phase noch schleifen macht, das heißt, wenn ich irgendwo hineinfahre, komme ich hinten wieder heraus. War damals nicht so einfach, den Leuten klar zu machen, heute selbstverständlich. Und ich habe die Zweierlinie als Gegeneinbahn vorgeschlagen und die Hälfte der Zweierlinie wollte ich begrünen. Wäre sinnvoll gewesen oder für was anderes nützen, weil in dem Augenblick, wie der Ring als Einbahn aufgemacht wird, das war ja auch der Fall in der zwei Jahre lang, war der Verkehr in der Parallelrichtung der Zweierlinie praktisch nicht sehr schwach. Der hat sich in der Zwischenzeit logischerweise gefüllt. Das ist logisch, weil wenn Sie in einem System mit potenziellen Verkehrsbedarf Möglichkeiten offen lassen, dann füllen sich diese Möglichkeiten. Das hat die Politik nicht mitgetragen. Der Ring zwar als Einbahn, aber sie hat nicht mitgetragen die Geschichte mit der Zweierlinie als Einbahn. Und zwar deshalb, weil sie glaubte, das Gesicht zu verlieren, weil 8 Jahre zuvor die Zweierlinie mit der U2, also mit den unteren Pflasterstraßenbahnen, die damals waren, also den Zweierlinien, das waren die Zweierlinien unten, die haben gesagt, jetzt haben wir das Board hier umgebaut, jetzt können wir uns nicht leisten, dass wir da eine, also eine Plätze jetzt mit dieser Ruhestimme. Also so kamen wir heute jedenfalls zu der Situation, dass heute in beide Richtungen Stau ist. Sonst wäre nur in einer Richtung. Ich habe damals schon ziemlich viele Messungen gemacht und ziemlich genau gewusst, wie die Situation ausschaut. Nur damit Sie sich vorstellen können, die Situation damals war unvergleichlich schlechter als heute. Wir hatten um den ersten Bezirk herum Reisegeschwindigkeit in der Spitzenzeit von 1,4 bis 1,7 km/h. Das heißt, wir sind flüssig schneller unterwegs gewesen als am Heimat, hat es gestaut, also überall. Am Ring auch, so hat es ausgeschaut damals. Ne? Und wir haben ja heute durchaus durch Reisegeschwindigkeiten so um 16-17 km/h, also durchaus und dann durchaus höhere, auch in den Spitzenzeiten. Das heißt, das war das eine. Das zweite, es war jedes Eck im ersten Bezirk mit Autos vorgestellt. Ein Teil des Konzeptes war auch der ruhende Verkehr. Und in dem Zusammenhang war die Stadt Wien damals, das kommt aber erst in der Folge nach der Fußgängerzone, mit der Fußgängerzone ein 5000
Stellplatzgarage in der Heldenplatz bauen wollen, die dann aktuell wurde, als die Zweierlinie als U-Bahn in Betrieb gehen sollte. Weil man parallel dazu plante, die Ringstraßenbahnen einzustellen. Weil die Ringstraßenbahnen um zwei Eier ersetzt werden sollten. Was die damaligen Modelle, die ein Kollege der Technik gerechnet hat, bekennen habe, sehr gut. Und ich habe die Aufgabe gehabt, die Trassen der Straßenbahn als Rampen für die Ein- und Ausfahrten dieser Garage zu verwenden. Ich habe die Planung, die Projektierung dieser Garage zu übertragen bekommen. Im Zuge dieser Projektierung habe ich aber das Netz, das ich ja schon gebaut hatte, mit dieser Garage belastet. Das heißt, ich habe geschaut, ist es überhaupt möglich, diese Garage sinnvoll zeitlich zu füllen? Ist das umliegende Straßennetz überhaupt leistungsfähig genug, damit wir 5000 Autos, was weiß ich, nach oder zwei Stunden hinein und wieder herausbringen? Weil das ungefähr sind die Auflagen, die man bei einer Garage zu erfüllen hat, allein aus Sicherheitsgründen. Dann hat sich herausgestellt, dass es gar keinen Sinn hat, so eine große Garage zu fahren. Weil sie ja durch das umliegende Straßennetz niemals sinnvoll genutzt werden kann. Jetzt war ich schon so weit, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist die Garage nicht sinnvoll, jetzt frage ich mich, ist es überhaupt sinnvoll, die Ringlinien einzustellen? Das war damals verboten. Und dann habe ich mir das Modell des Kollegen angeschaut. Der hat ein Modell gehabt, wo er die Leute irgendwo einsteigen ließ und irgendwo wieder aussteigen ließ. Und dazwischen hat er mit ihnen gemacht, was er wollte. Sie haben reingewiesen und haben sie wieder rausgewiesen. Das tut aber die Welt nicht. Das heißt, ich habe damals auch bei diesem Modell, das ich für den ersten Bezirk entwickelt habe, ausgehend von diesem Siemens Visum Venus Modell, habe ich erstmalig diese schrittweise Verkehrsumlenkung betrieben mit diesen Ausgleichsgeschichten, die wir heute allgemein bei diesem Modell haben. Es gibt im Wesentlichen das Gleiche, was wir heute bei Visum haben. Modell ist genau das gleiche, wie es war, nur die Oberfläche war halt. Also Oberfläche ist das Bild, was man am Bildschirm hat und das man dann ausdrücken kann, wo man anklickt und der Rechner macht den ganzen Schmerz selber. Das haben wir damals nicht gehabt, das war alles Handarbeit. Was wir ausgedrückt haben, waren so endlose so Stöße von Parallelen, wo alles draufgestanden ist, was man dann zeitlich übertragen hat. Ich weiß nicht, Sie haben das gesehen wahrscheinlich, bei mir gab es ja diese riesen Ausdrücke noch aus dieser Zeit. Und dann ist es mir gelungen, die Stadt Wien, also die Planung und auch die Politik davon zu überzeugen, dass man diese Fußgängerzone macht. Und zwar nur als erste Phase. Also was heute gebaut wird, ist nichts anderes als die erste, was Sie heute kennen, ist nicht die Fußgängerzone, die wir damals sozusagen haben wollten, sondern es ist die erste Phase. Und die war offensichtlich so erschöpfend für die Politik, dass sie nicht mehr in der Lage war, denn damals die zweite Phase in Angriff zu nehmen. Das heißt, es sind uns die Politiker abhanden gekommen, die in der Lage gewesen wären, diese Geschichte dann weiterzutragen. Weil meiner Ansicht nach, ich habe vor Jahren noch diese Geschichte gehabt mit der Garage am Neuen Markt, die ich geholfen habe zu verhindern, was man mir auch zum Teil nachkriegt, aber dort hat wirklich keine Garage was verloren. Weil der Neue Markt ist, die Gebäude in der Neuen Markt sind so exzellent von der U-Bahn erschlossen, und haben eine enorme Wertsteigerung, ein Vielfaches des Wertes, den sie früher hatten, erfahren. Und da wollte natürlich das Kapital, das dort existiert, sie haben auch das i-Tüpferl auf öffentliche Kosten, nämlich die Garage von der Haustür bauen lassen. Und da hätten wir schon lange der Spaß auf der ganzen Geschichte. Da muss man einfach ausrahmen, die ganze Geschichte. Ja, und jetzt vielleicht zur Umsetzung. Ich weiß nicht, wer von den Älteren von Ihnen noch weiß, wie die Kärntnerstraße gerade damals ausgeschaut hat. Und was sie war. Das war eine Geschäftsstraße mit Rollläden. Da haben sie ja auch diese Blechrollläden runtergelassen, das war das Rotlichtviertel. Das war ja. Also in der etwas romantischeren Form des Gürtels, also nicht so industriell wie am Gürtel, sondern sozusagen etwas romantischer. Ich habe das sehr gut gekannt, weil ich im 9. Bezirk in der Spitalgasse gewohnt habe und sehr häufig bis nach Mitternacht am Institut gearbeitet habe. Und da bin ich zu Fuß durch den 1. Bezirk durchgegangen und habe natürlich im Laufe der Zeit so Bekanntschaften bei Vorbeigehen geschlossen und habe die Damen auch begrüßt und sie haben natürlich gemerkt, dass ich ihn gehört habe. Und ansonsten, wenn ich um die Zeit keine Lust habe, mich irgendwelche Dinge dann abzugeben, ganz zu schweigen, das ist also sowieso nicht gemacht. Aber wir haben ein relativ gutes soziales Verhältnis gehabt, die haben mich gekannt, ich bin immer so in der Nacht durchgegangen
Und die sind ja sehr nett auch wieder gewesen und haben auch gegrüßt und haben halt ein bisschen geplaudert. Also ich habe dieses Milieu damals ganz gut gekannt. Das heißt, das war eine nicht gerade optimale Geschäftszone damals. Und es war dann eine erbitterte Abwehrschlacht der Kaufleute gegen meine irren Vorstellungen, die Kärntnerstraße graben, Kohlmarkt und so weiter, zur Fußgängerzone zu machen. Und diese Schlacht ist dann erstens einmal in Presseangriffen ausgeartet und dann hat sie kulminiert in mehreren öffentlichen Sitzungen. Besonders an eine kann ich mich sehr gut erinnern, im Alten Rathaus. Und da saß ich oben am Podium und habe eben mein Konzept dort vorgetragen und habe aufgrund meiner Kenntnisse der Fußgängerzonen, die ich sonst auf der Welt kannte und auch analysiert hatte, versucht zu überzeugen, dass das auch sehr gut ist für die Geschäftswelt. Die haben natürlich damals befürchtet, dass sie natürlich pleite gehen, weil lokal der Heidelfort gibt es kein Geschäft. Ne? Ich war damals nicht so clever wie heute, dass ich so elegant denen erklären hätte können, wie Systeme eben funktionieren. Man darf nicht vergessen, ich war vor 40 Jahren, ja, 68 oder 69. Und ich habe Systeme damals nicht so gekannt. Heute weiß ich natürlich genau, sozusagen, wie sie sagen, funktionieren. Man heute selbst in einer Kernwirtschaft ziemlich präzise operieren und weiß, was dem Patienten nachher geht. Das tut ihm weh natürlich, die Operation, ist keine Frage. Aber ich habe diese Geschichte dann verteidigt und das war, kann ich mich sehr gut erinnern, saßen in der ersten Reihe Historiker von der Uni Wien, die sehr aggressiv waren. Da kam, weiß ich, dass einer der Professoren aufgestanden und hat mich blamiert, oben, weil eben sein junger Fuchs war, der keine Ahnung hat. Hat zwar gesagt, wissen Sie denn nicht, dass die Kärntnerstraße immer ein Ausfallstor nach dem Süden war? Und Sie machen diese Straße jetzt zu. Und ich habe ihm darauf gesagt, und jetzt ist der Einbau nach Norden. Weil das war es ja nicht. Ne? Der war einfach mit dem Stephansplatz zu spät. In diesen Dingen einfach durch Systemanalyse habe ich damals über die Runden gerettet. Und es ist dann offensichtlich doch gelungen, diese Geschichte dann vor 35 Jahren zur Realität werden zu lassen. Wobei die U-Bahn natürlich einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat. Allerdings habe ich mich dafür einsetzen wollen, müssen, es war ja zeitlang dann noch der Gehsteig. Ja. Und dieser Gehsteig hat natürlich verhindert, dass die als Fußgängerzone angenommen wurde. Das heißt, erst durch den Umbau der physischen Oberfläche ist die zur Fußgängerzone gemacht worden. Und dieser Umbau war natürlich nicht unbedingt sehr glücklich, weil, wenn Sie sich an diese Zeit erinnern, sind zu Weihnachten immer diese Fuhrwerke mit den Palmaspferdchen durchgezogen. Und die Pflastersteine waren in Sand verlegt, was ja an sich richtig ist. Nur ist es nicht gut für Pferdehufe. Das heißt, diese Pferde haben dann ab und zu so Steine herausgeklaut. Das war das eine. Und dann gab es natürlich furchtbare Beschwerden über die Steckelschuhe. Also dieses Pflasterzeugs ist natürlich sehr schädlich für diese Spitzenstöcke und dergleichen. Also es gab natürlich eine ganze Reihe von Kinderkrankheiten. Diese Sache wurde dann doch realisiert, die Fußgängerzone wurde dann eröffnet und man hat sie auch eine Zeit lang bespielt. Ich weiß nicht, ob Sie sich an diese Zeit erinnern, ich kann mich sehr gut erinnern. Da sind natürlich die Architekten aufgetreten und haben dann die Fußgängerzone sozusagen zum Leben erweckt, indem man dort alle möglichen Vorstellungen und Actions und solche Sachen gemacht hat, was wieder dazu geführt hat, dass die Leute sich aufgeregt haben über den Wirbel, der dann dort entstanden ist. Aber immerhin, sie war mal physisch manifestiert und das war schon sehr, sehr gut. Wo es Schwierigkeiten gegeben hat bei meinem Konzept und 10 Jahre gedauert hat, bis man meinem Rat gefolgt ist, war es waren immerhin 60.000 bis 80.000 Autos dort am Stephansplatz seinerzeit immer. Nicht? Die Stauzone in Wien war nach dem Krieg, ab den 50er Jahren, der Stock im Eisenplatz. Also die können sich gerne die Rundfunksendungen von damals, die ja wahrscheinlich noch existieren, einmal vorknüpfen. Das war das, was heute die Südostagente ist. Stock im Eisenplatz war der Stau und ich habe bei einem Flohmarkt am Moschmarkt sogar eine Skizze gefunden, wo eine riesen Autokolonne vorhanden ist und da steht dieser Stephansdom und davor steht der Polizist und drunter steht zeitlos. Also das war sozusagen der Staupunkt, ist er heute auch, aber nicht mehr für Autos, sondern eher für Fußgänger.
Und man kann natürlich Prokolat nicht auf 5 Fuß unterbringen, also 5 Briefdosen unterbringen im Fußgehirn als in Autos. In geparkten Autos sind wir überhaupt keine Briefdosen lassen, was die Kaufleute nicht begreifen. Die glauben, das Auto vor der Haustür bringt das Geschäft. Das ist ja völliger Unsinn, das blockiert oder behindert alle anderen, sie angenehm das aufzuhalten. Und in der Zwischenzeit ist das, glaube ich, keine Frage mehr. Aber wie gesagt, die Herrengasse, Augustinerstraße, war ein langes Problem, dass die Stadt Wien nicht mehr Rat gefolgt ist. Durch die Herrengasse Augustinerstraße fuhren damals, wir haben das sehr detailliert gezählt, von 7 bis 7 Uhr am Abend, also in der Früh, von 7 bis 19 Uhr, 34.000 Autos durch, auf diesen 5,50 Meter. Über den Michaelerplatz. Und die haben damals schon in den Basisvarianten aber die natürlich herausgenommen. Das hat die Stadt Wien damals nicht begreifen wollen. Und vielleicht können Sie sich manche von Ihnen noch erinnern, es hingen an der Herrengasse diese Transparente mit Leerstichen in den Abgasen und solche Geschichten. Die hängen dann 10 Jahre lang war das Bürgerbewegung, bis man das gemacht hat, was ich eigentlich schon 68 oder 69 vorgeschlagen habe, ohne dass die Stadt Wien kollabiert ist. Also es läuft ja heute ganz gut, der Michaelerplatz ist weitgehend zu. Man kommt im Vorrat in beide Richtungen elegant vorn und die Kutschen fahren dort auch sehr bequem durch, ohne dass jemand stört. Der Bus zieht dort seine Kreise und es gibt einen minimalen Autoverkehr in dieser Gegend. Die U-Bahn hat dann in der Folge natürlich, besonders mit der U3, dann ein Überangebot an sozusagen Nutzungen gebracht. Und es ist der Stadt Wien hoch anzurechnen, dass sie nicht dem Kapitalismus gefolgt ist. Hätte sie nämlich die Bebauung freigegeben, dann hätte man lauter Hochhäuser. Und wir würden so in amerikanischen Städten aus den Hochhäusern so auf den Stephansdom hinunterschauen. Weil durch die relativ attraktive Lage, also die beste Lage ist der Stephansplatz, weil dort vielleicht noch die Miete, dort wollte man diese Hochhäuser bauen, weil einfach dieses Riesenkapital dort hingeführt wird, aufgrund öffentlicher Mittel. Und das war natürlich auch in Wien der Fall. Ich habe damals die Strukturen untersucht und dieses Kapital hat natürlich einen massiven Druck ausgeübt auf die Struktur, die bebaute, auf die Nutzung der bebauten Struktur. Das heißt, die Mieten sind da so hochgetrieben worden, dass kaum jemand sich mehr Wohnungen in diesem Umfeld leisten konnte und das hat die Wohnungen des Bevölkerten ausgeübt. Und hat natürlich die Wohnungen umgewandelt in Büros, wo man natürlich wesentlich mehr verlangen kann, weil einfach der Lagevorteil dort so groß ist. Das heißt, wenn ich da drinnen sitze, dann habe ich natürlich in alle Richtungen hin ein riesen Reservoir an exzellenten Fachleuten, die ich mir da hereinholen kann und damit kann ich auch sehr viel Geld machen. Das heißt, die ganzen Rechtsanwälte und so weiter sind da hineingezogen. Sodass natürlich durch diese Disparität die bestehende Struktur sich zumindest um den Stephansplatz herum entsprechend umgewandelt hat. Das ist natürlich die Problematik, das heißt, würden Sie hier die Bebauung freigeben, explodiert sie sofort nach oben. Das ist logisch. Das ist natürlich der Stadt Wien sicher hoch anzurechnen und natürlich auch, ich würde sagen, den Wappengeistern, manchen Architekten. Ich habe diese Haas-Haus-Geschichte miterlebt, die mein Kollege und Freund Rainer, der noch im Alter von 80 bei mir ist, dann gelesen hat, Städtebau. Der hat sozusagen war nicht begeistert davon, aber als Vertreterarchitekten musste er dem Holland halt die Mauer machen. Ne? Dass das eine wirtschaftliche, nicht gerade gelungene Lösung ist, wissen wir in der Zwischenzeit, aus dem permanenten Eingehen der Geschäfte in diesem Gebäude. Aber das wurde natürlich dann wirtschaftlich enorm attraktiv und ist sicherlich die Ursache, dass Wien Weltkulturerbe wurde im ersten Bezirk. Hätte man das nicht gemacht, hätte man wahrscheinlich nie eine Chance gehabt, Weltkulturerbe zu werden, dass die Oberfläche wieder zu dem geworden ist, was sie eh früher war. Die meine Fußgängerzone ist nichts anderes als die Stadt wieder auf die Beine stellen, wo sie auch früher war. Es ist dann Gott sei Dank in der Folge, nachdem das gelungen ist, sind auch in den einzelnen alten Dorfkernen, sagen wir es einmal so, weil Wien ist ja den Dorfkern umgeben und das war für mich als Zugezogener in Wien, in der Spitalgasse, wo ich eine 80-jährige Frau als Vermieterin hatte, für mich sehr schwer verständlich, weil die sind immer in die Stadt gegangen. Nein, der Job ist gerne gestorben. Das ist ja noch nicht, ne? Würde man heute sagen. Und dann habe ich erst erfahren, sozusagen für die alten Wiener war die Stadt der erste Bezirk. Das war das innerhalb der Mauer. Und das draußen war halt nicht die Stadt. Ne? Für mich war natürlich Wien,
9. Bezirk, aber selbstverständlich gestartet. Also so war diese Geschichte auch manifestiert und ich habe dann später noch eine Diplomarbeit vergeben, die ein Kollege, der in der Zwischenzeit, glaube ich, schon in Pension gegangen ist, in der Wirtschaftskammer, die verbrauchen sich so leicht, junger Leib, und der hat die Diplomarbeit gemacht, der hat die alten Pläne mit den Stadtmauern herausgenommen und die Tore hergenommen und da hat er gesagt, was, also ich habe die Aufgabe gestellt, dass wir untersuchen, ob die alte Stadtmauer stehen könnte und der erste Bezirk könnte gehen. Ne? Tatsächlich der Fall. Also wir könnten ruhig die alte Stadtmauer wieder errichten, die Stadttore dort haben, der erste Bezirk könnte tadellos funktionieren. Also wir müssten die Autos ausräumen. Etwas, was wir seinerzeit mit Jugend machen wollten, wo wir heute noch leider ein großes Stück davon entfernt sind. Und dann könnte man diese Geschichte natürlich entsprechend spielen. Meiner Ansicht nach ist diese Verzögerung und diese fehlende Entschlussfreudigkeit, Wien weiterhin zu pushen. Wir sind jetzt an der ersten Stelle in der Lebensqualität, aber damit können wir nur verlieren. Ne? Damit wir diese erste Stelle halten, müsste man jetzt endlich einmal diese Fußgängerzone erweitern, so wie wir es damals vorgehabt haben. Fußgängerzone ausdrücken, dass noch nie ein Auto mehr einfällt. Wir haben in der Kärntner Straße gerade noch jeden Tag 3000 Autos. Ne? Damit sind wir ungefähr Größenordnung haben. Das ist der Lieferverkehr und natürlich gibt es eine Menge Geschäftsleute, die in der Lieferzeit wohl auch glauben, dass einfallen müssen. Ne? Also, wir können mit weniger auskommen. Ich habe damals die Geschichte untersucht, des Lieferverkehrs. Weil man sagte, wenn man die Fußgängerzone macht, wird man die Geschäfte nicht beliefern können. Deshalb werden wir schon deshalb sterben müssen. Ganz zu schweigen, dass natürlich keiner mehr zum Chef kommt, oder kauft mit dem Auto nicht einfallen kann. Also das war, ja, sie lachen mir, aber das ist nicht mehr viel. Aber ich erlebe heuer, lebe ich jedes Jahr, ich mache jedes Jahr irgendwo seit Jahren immer wieder die gleichen Argumente, also es ist nichts Neues. Nur in der Zwischenzeit habe ich natürlich schon Dutzende Fußgängerzonen auf der Außenwelt irgendwo machen können. Dann haben wir den Lieferverkehr. Das Suchen hat sich herausgestellt, dass trotz der Zwischenzeit, wir wissen deutlich, und das sagen wir viel, aber jedenfalls in der ersten Zeit war es 30% mehr Umsatz durch die Fußgängerzone, jetzt machen wir viel, viel mehr mit den U-Bahn-Eröffnungen. Der Umsatz ist ja heute das zweitgrößte, umsatzstärkste Shoppingcenter Österreichs. Wir haben nicht vergessen. Das kommen weniger als 10% des Geldes mit dem Auto in den ganzen ersten Bezirk. Das heißt, das meiste kommen über den Verkehr. Dann haben wir ungefähr 7% mehr Vorarlberg und dann haben wir etwa 20-30% mit dem Fußgänger und ein paar Prozent mit dem Auto. Also, hast vergessen. Das heißt, sowas mit dem Plastikgeld kommt also als Wort zu Fuß drauf. Also, das braucht man nicht immer scheinbar mit dem steht. Also wie gesagt, das ist dann sicherlich einer der Faktoren gewesen, dass Wien das Glück hatte, wie gesagt, die Chance hatte, Weltkulturerbe im ersten Bezirk zu werden, was dann wieder die Chance geboten hat, die ich auch unterstützt habe, das Hochhaus zu kaufen in Wien-Mitte. Weil das war nicht so einfach, weil natürlich der Sohn des Kronenzeitungsherausgebers dort ein Hauptinvestor war. Da traut sich natürlich auch die Stadtverwaltung nichts zu machen. Das sind natürlich Bürger aufgerufen. Also es gibt besonders die Agenda 21, wo ich nur empfehlen, dass die Bürger selbst gestalten ihre Lebensräume. Und endlich haben wir aus dieser autoritären Gestaltung wieder zu einem Menschengerechten gekommen. Also ich kenne den Bezirk ja sehr genau, ne? Wenn mir einiges einfällt. Aber wie gesagt, man kann nicht alles machen, wenn man keine politischen Partner hat. Damals hatte ich das Glück, wie gesagt, politische Partner zu haben. Erstens. Und zweitens, eine Verwaltung, die nicht eingeknickt ist. Und zumindest, also es war so, dass dann im Laufe der Zeit ein Vertrauen des politischen Partners zu mir entstanden ist. Sodass auch Zweifel der Verwaltung ausgeräumt werden konnten. Weil die Verwaltung hat durchaus zum Teil zwischendurch gezweifelt, ob das, was ich mir so vorstelle, machen kann. Aber dann hat es das draufgenommen. Also wenn ich Vorschläge mache, dann halten sie auch. Und das tut natürlich weh, aber wenn die Umstellung tut weh. Aber dann im Laufe der Zeit gewöhnt man sich daran. Also würde ich heute wahrscheinlich eine Volksbefragung machen über die Auflösung der Kärntner Straße als Fußgängerzone und Graben und die Autos einlosen. Und die Gehsteige, die ja nicht breiter waren als 2 Meter, 2,50 Meter und dann war ein Parkstreifen beiderseits und da sind zwei andere Kolonnen drin gestanden. So hat die Kärntner Straße ausgeschaut. Und deshalb habe ich mich auch sehr bemüht, später, ich glaube, ich kann noch springen, auch die Marienstraße so zu gestalten. Ich wollte den Straßenbahn nehmen lassen, das Auto herausnehmen und eine Fußgängerzone zu machen, aber da habe ich leider einen politischen Partner gehabt, der mich nicht vertragen hat. Nicht? Der hat dann einen Planer genommen, der ihm zwei Autospuren eingegeben hat, wo die Klarheit
sagen, wozu stehen die Autos da draußen umeinander? Nicht? Und die Autofahrer sagen, okay, wozu dieser ganze Spaß? Nicht? Aber das hängt natürlich immer vom Plan ab. Heute ist so eine Sache natürlich kein Problem mehr. Wir wissen heute sehr genau, wie städtische Organismen reagieren, wie die städtische Wirtschaft reagiert. Und man muss nur sagen, was man will. Nicht? Will man die internationalen Konzerne fördern, dann müssen schnelle Verkehrssysteme bauen. Vor allem eine Shopping-Centers. Gut, die kommen da auch hinein, die sind nicht vermeidbar. Aber man kann dem nur begegnen, indem man so viele Fußgängerzonen wie möglich macht. Weil überall können es nicht zu einigen werden. Das heißt, wenn ich viele Fußgängerzonen mache, entstehen immer kleinere Geschäfte und dann kriege ich eine Chancengleichheit zwischen großen und kleinen Geschäften. Und dann können sich die Kleinen auch verbünden über den. Nämlich der Vorteil einer Fußgängerzone besteht darin, dass das Geschäft plötzlich auf der anderen Straßenseite auch Geschäfte hat.